So, meine Lieben, heute eine Änderung in meinem Konzept. Normalerweise baue ich und wenn das Ergebnis geil ist, mache ich ein Anfangsvideo und sage euch, was ich so ungefähr vorhabe. Heute versuche ich es mal andersrum. Versuchsaufbau oder Idee folgendermaßen. Eigentlich möchte ich hier hinten, das ist meine Bettecke, ein Bücherregal machen. Dafür habe ich mir damals schon aufsägen lassen, eben so einen alten Balken, damit ich wie zwei fette Regalbretter habe. Jetzt habe ich mir wirklich lange Ideen oder Gedanken darüber gemacht, wie will ich das hier in die Nische machen, damit es richtig nice aussieht. Hatte erst überlegt, ob ich rechts und links hier solche Balken nehmen soll, wo das drauf liegt. Das fand ich dann am besten zu voluminös. Genau, jetzt will ich hingehen und versuchen, das mit so richtig fetten Winkeln an die Wand zu schrauben. Das Ganze soll aber blind verarbeitet sein. Das heißt, man soll nicht sehen, dass da Winkel sind, sondern es soll so aussehen, als ob das so aus der Wand herauskäme. Deswegen ist der Plan, ich spreche immer von der Möglichkeitsform, von dem Plan heute, dass das reingefräst wird in den Balken und dann fest verschraubt wird, reingefräst und dann genau die zwei Balken übereinander gepackt werden. Hier seht ihr noch, habe ich mir noch so eine Stahlstange gekauft. Da habe ich so in einem wirren Traum mal die Idee gehabt, wie so ein leichtes Konstrukt zu bauen, dass das so aussieht, als ob das von den Stahlstangen gehalten werden würde. Ich glaube, der Satz ist so richtig. Und zu allerletzt ist der Plan an die Unterseite. Ich habe hier so ein Hue, weiß nicht, wie das heißt, so ein Stripe, so ein Lichtstripe gekauft, den man dann irgendwie programmieren kann und dann morgens so Morgenlicht hier aufgeben und so weiter. Den will ich eigentlich hier drunter noch fräsen. Schauen wir mal, ob wir dahin heute noch kommen. Auf jeden Fall fange ich jetzt mal an, hier diese Konstruktion an die Wand zu bauen. So, Fräsen, ganz einfach. Habe hier diese Makita-Fräse, habe mir hier so einen breiten Fräskopf eingespannt, weil ich einfach das Holz rausfräsen will hier. Nehme mir den Winkel als Vorlage, fetten Edding, zeichne mir das einmal grob an. Das muss jetzt auch wirklich nicht sauber sein. Mir geht es einfach nur darum, dass der Winkel später einfach im Holz so ein bisschen verschwindet, dass es optisch ein bisschen schöner ist. Also, dieses Makita-Ding ist echt ein Ungeheuer, es ist unfassbar. Also, seht ihr, das ist das einfache Prinzip. Genau, jetzt gehe ich wieder rein, markiere mir das an, wo ich das an der Wand verschraube. Dann wird der Winkel erst fest, fett mit dicken Schrauben an der Wand verschraubt, damit er diesen fetten Balken hält. Und dann setze ich das da rein und hoffe mal, dass der Plan aufgeht. Ich glaube, das passt ohne. Geil. Juhu. Ich komme jetzt zu euch und schaue mir das mal von der Distanz aus an. Ah, sieht doch ganz nice aus. Jetzt nehme ich das zweite Ding noch, packe das mal oben drüber und dann schaue ich mal mit der Stahlstange, ob ich das noch mache oder ob ich das nicht mehr mache. Aber so weit bin ich schon mal extrem zufrieden. Ah, geile Sache. Bis gleich. So, zweiter Balken oder zweite Winkel, Nummer 3 und 4 festgeschraubt. Jetzt hole ich mal den letzten Balken rein, leg das mal da. Sitzt. Geil. Jetzt schalten wir das mal von eurer Perspektive aus. So, ich habe jetzt tausendmal hin und her überlegt, mache ich diese Stahlstangen rein oder mache ich sie nicht rein. Ja, manchmal, ich kenne das, manchmal will ich zu viel. Wahrscheinlich sieht es schon so ganz geil aus. Ich habe mich jetzt entschieden, die trotzdem reinzumachen. Ich weiß noch nicht genau, ob ich sie über Kreuz machen soll oder zwei so parallel. Ich nehme jetzt erstmal einen, den ich so reinmache, gucke, wie das aussieht. Entweder mache ich den nächsten dann über Kreuz oder parallel dahinter. Genau, ich bin nervös. Keine Ahnung, ob das eine geile Aktion ist. Ich probiere es einfach aus. Ihr schaut zu. So, ich halte mir das daneben, damit ich parallel bohren kann. Gang wechseln. Alles mit einer Hand. Der dreht durch. So.
Alter, das ist auf jeden Fall mit meinem Bohrer, würde ich sagen. Geil. Was das an Sägespänen bzw. an Bohrspänen produziert, ist unfassbar. Ja, scheiße. Die Kunst, dann nicht schräg zu werden, ist halt scheiße schwer, ey. Geht eigentlich. Jetzt ist die Kunst. Das ist die Kunst, wie säge ich in der gleichen Schräge da unten weiter, gell? Scheiße. Wie komme ich da ran? Wisst ihr? Ich brauche diese Schräge. Vielleicht baue ich mir das nach. Mit meinem Zollstock. So vielleicht. Spannend. So, Tochter leiht mir einen Stift. Dankeschön, Malu. Das ist die Schräge, die ich brauche. Stell ich daneben. Das ist der Winkel. Ich weiß nicht, ob der Plan gut ist. Oh, Nicolino, ob du intelligent bist. Das ist der Winkel. Und rein. Ach du Schande, ach du Schande. Ich weiß nicht, ob das alles schlau ist, was ich mache. Aber Spaß macht es auf jeden Fall. Etwas wie Forscher sein. Entdecker oder so. Ich hoffe, das passt jetzt. Gott, bin ich jetzt nervös. Und das wäre dann ja auch nur einer, ey. Scheiße. Okay, das geht. Okay, das geht. Okay. Atme ganz nervös. Wie sieht's aus? Okay, okay, okay. Okay. Die Frage ist nur, wie kriegen wir jetzt das Loch von oben noch richtig gesetzt? Wahrscheinlich hätte ich ganz oben anfangen müssen. Das Kunststück ist jetzt das, wie treffe ich diesen Winkel hier oben rein. Das heißt, ich muss jetzt ausmessen, einmal Wasserwaage oben drauf packen. Wisst ihr, wo das Loch gesetzt werden muss? Ich sehe jetzt hier 44,5. Das heißt, ich muss in den obersten Balken bei 44,5 rein und bei 17. 44,5 und 17 und um unseren Winkel ab. Das stimmt schon, was ich tue. Dann geht's so rein. Umgedreht denken und hoch. Oh Gott. Da. Oh. Ist schon im Loch drin. Ich glaube, das hat funktioniert soweit. Krasse Scheiße. Okay, okay, okay. So, ich gehe jetzt erstmal auf die gegenüberliegende Seite und versuche das gespiegelt überhaupt so hinzubekommen. Das wird Kunststück genug sein. Und dann überlege ich mir, was ich mit der zweiten Stange mache, ob ich überhaupt eine zweite brauche und so weiter und so fort. Man soll ja das Glück auch nicht überstrapazieren. Obwohl, ich glaube, wenn ich in einem Bereich Experte bin, dann darin das Glück überzustrapazieren. Also, ich nehme jetzt die ganzen Daten und übertrage die auf da drüben. 32, 15, 15, 32. Wenn ihr wüsstet, wie schwer diese Scheißbalken sind. So, jetzt nehmen wir den Winkel wieder. Es gibt bestimmt so professionelle Winkelschmieden oder sonst irgendwas, aber ich bin DIY. Wäre ein bisschen schräg. Das ist ein bisschen schon. Vielleicht sind die Stangen auch verbogen, oder? So, spannender Moment. Lelele. Ein bisschen geschummelt. Schummeln bestraft halt immer.
Jetzt versuchen wir ein bisschen zurückzuschummeln. Ja. Is not perfect, but it's okay. So, ihr seht, ich habe jetzt beide fertig soweit. Ich zeige euch jetzt mal Folgendes, habe ich mir ausgedacht. Das passt ziemlich nice, so finde ich. Das hier auf der Seite, zur Erklärung, kann ich natürlich nicht das gleiche System machen, weil ich die Löcher natürlich nicht, die sind ja schräg versetzt, man kann es ja nicht von oben drauf setzen. Deswegen habe ich jetzt hier von oben ein Loch durchgebohrt, kann die ein reinschieben, so, durchs erste durch, durchs zweite durch und ins dritte rein. Jetzt gehe ich raus, flex mir das hier oben einmal sauber ab, dann sieht es ganz gut aus, finde ich. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, tatsächlich noch eine zweite Parallelstange an beide Seiten dahinter zu packen. Ich finde, das gibt dem Ganzen mehr Stabilität. Das sieht so aus. Ich weiß nicht, es glaubt sowieso keiner, als ob das hier irgendwas halten würde. Runde und dann ist die Idee eben hier. Also hier liege ich ja, hier sollen so Bücher rein. Und das soll halt gleichzeitig als Leselampe dann dienen und als Aufwachlampe hier ein Hue Stripe rein zu fräsen. Das versuche ich jetzt noch. Die Sonne geht gerade schön unter. Mal schauen, ob ich das noch hinbekomme. Genau. Also, ciao, ich flex kurz. So, moin, gestern bei Sonnenuntergang hier das schön ausgefräst, dann einen Haufen Telefonkonferenzen gehabt, deswegen gestern Abend fertig gemacht, jetzt heute früh, Sonne geht hier drüben auf. Genau, mache ich jetzt, klebe ich jetzt hier diesen Stripe rein, zeige es euch gleich bei Nahaufnahme. Das Ausfräsen muss schön sauber gemacht werden, da darf kein Staub mehr drauf sein. Einmal aussaugen, auswischen, dann hier an der geriffelten Stelle den Stripe durchschneiden auf die Länge, wie man es braucht. Dann einfach hinten das Doppelklebeband abziehen, reinkleben. Genau, und dann geht es daran, die ganze Konstruktion so an der Wand anzubringen, wie es geplant. Super, geil. Hammer. Durch. Oh, spannend. Ja, geil. Aufregung. Auch von oben durch. Ja, krass. Ich verschraube das jetzt hier nach unten. Damit da alles 1000% sicher ist. Man schläft drunter, da will nichts einem auf den Kopf fallen. Dann würde ich sagen, räume ich das schön ein, mache schöne Aufnahmen noch dazu, probiere diesen Stripe aus, geil. Und dann war es das mit dem Projekt. So, Projekt beendet. Ich habe jetzt die erste Nacht hier geschlafen. Ich finde es richtig geil. Es ist immer blöd, das selber zu sagen, aber ich bin unglaublich zufrieden. Ich finde, das passt perfekt in die Nische rein. Ich bin sehr glücklich darüber, dass ich die Wahl mit diesen vier Stangen getroffen habe. Ich finde, es ist auch krass regelmäßig geworden, trotz dass ich so eine komische Winkeltechnik da angewandt habe. Mich würde interessieren, was sagt ihr dazu? Hättet ihr es mit den Stangen im Nachhinein gemacht? Hättet ihr die weggelassen? Das eher so schwebend gelassen? Genau, jetzt kurz als Vorführung. Ich habe hier diese Box mir gekauft, plus diesen Hue Stripe eben. Dazu wird es noch ein extra Video geben. Genau, die Vorstellung ist dann so da. Du gehst ins Bett und sagst dann, Alexa, mach bitte die Leselampe an. Dann klappst du ein Buch auf. Zack, geht die Leselampe an. Wenn du dann fertig gelesen hast, kannst du sagen, Alexa, mach die Leselampe bitte warmweiß. Zack, hast du ein gemütliches Licht. Genau, zu Alexa, zu dem Hue Stripe mache ich wahrscheinlich noch ein extra Video, wie ich das eingerichtet habe. Genau, Hammer geworden. Ich freue mich, wenn ihr Kommentare drunter schreibt. Genau, sonst sehen wir uns nächste Woche. Ich mache mir jetzt hier gemütliche Musik von Alexa an und genieße diesen kleinen Erfolg. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Alexa, mach sie bitte Relaxing Indie an.